Herzlich willkommen bei der Scooterschraube. In den vorletzten Video habe ich ein bisschen Blödsinn erzählt. Ich war wahrscheinlich so in meiner Arbeit vertieft, dass ich das gar nicht wahrgenommen habe. Was erzähle ich dazu? Es ging ja um die Variomatik. Das möchte ich heute noch mal ein bisschen berichtigen, weil ich habe ja auch Kommentare dazu bekommen. Gott sei Dank waren es noch freundliche Kommentare und nicht ein oder Kommentare, die mich so niedermachen oder meinen ganzen Kanal ruinieren. Auf jeden Fall bin ich natürlich dankbar dafür, dass ihr mich darauf hingewiesen habt. Sollte eigentlich anders laufen, aber wenn man manchmal irgendwas macht, ist man mit dem Kopf ganz woanders und dann achtet man noch niemals darauf oder teilweise darauf, was man dazu gerade sagt. Und das war in den vorletzten Videos natürlich so passiert. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf kam. Ein bisschen Rechtfertigung muss auch sein. Aber ich habe einen leichten Fehler gemacht und das war wirklich nur ein leichter Fehler, weil es war nur ausgesprochen, die Arbeit selbst war sauber. Kann ich so sagen und da stehe ich auch hinter. Auf jeden Fall, heute ist die Berichtigung, na sicher. Die letzten, ich glaube, 3 Kommentare waren das eben, ja, die mich darauf hingewiesen haben. Aber wie gesagt, noch nett und freundlich, also nicht irgendwie, ja, mit einem Hammer rein. Auf jeden Fall, jetzt kommt die Berichtigung, die zeige ich allerdings hier an den Rexroller, weil hier ist noch alles offen und da kann ich das ganz gut zeigen, wie sich das Ganze dann mit der Variomatik so verhält. Ja, ich hoffe, ich habe ja auch 4 Daumen nach unten bekommen. Aber was ich immer schade finde, keine Rechtfertigung, also kein Schreiben, hallo Peter, da hast du einen Fehler gemacht oder hast du zumindest falsch erzählt, kannst du das nicht berichtigen oder so. So sollte es eigentlich sein und nicht gleich über Daumen nach unten, verstehe ich nicht. Ich meine, ich mache mir selber da nichts draus, ich lache da drüber, weil das ist ein Zeichen für mich, dass die Leute keine Stärke hinter sich haben oder selbst nicht stark genug sind, um auch den einen oder anderen zu sagen, hallo, was ist da passiert? Okay, aber ja, ich lasse mich jetzt mal überraschen, wie dieses Video ankommt. Rausreden möchte ich mich damit natürlich nicht, aber es kann eben einfach mal passieren, was ich ja manchmal auch nicht lenken kann. Okay, es klopft an der Tür. Mann, Peter! Was hast du in deinem letzten oder vorletzten Video gemacht? Das ist Schrott! Oh, hallo, Dings! Ja, habe ich ein bisschen verkackt, das Ganze, würde ich mal so sagen. Ja, unter uns. Das muss ich jetzt erst mal wieder gerade biegen. Vielleicht kriege ich ja meine 4 Daumen nach unten wieder weg. Wer weiß, ob ich da vielleicht das Glück habe. Gucken wir mal. Aber was machst du hier? Ja, ich wollte doch mal sehen, was hier so läuft. Ich meine, deine letzten Videos waren ja echt super. Aber in dem vorletzten Video hast du da wirklich ein bisschen verkackt, würde ich mal sagen. Und zwar das zumindest, diesen Teil mit der Variomatik. Warst du da müde oder brauchst du mal Urlaub? Ja, keine Ahnung. Es kann sein, dass ich vielleicht doch ein bisschen müde bin. Und dadurch vielleicht doch mal das eine oder andere, den einen oder anderen Fehler mache. Wenn es nur gesprochen ist und der Fehler selbst direkt aber nicht passiert ist, aber eben falsch ausgesprochen wurde. Tut mir schon ein bisschen leid und auch ein bisschen weh, aber wie gesagt, ich habe Kommentare bekommen, die waren wirklich noch freundlich. Peter, mir macht das doch nichts aus.
Das musst du den Leuten ja auf deinem Kanal erklären. Auf jeden Fall, wir sind seit 55 Jahren Freunde durch dick und dünn gegangen. Also mach das doch einfach wieder gut und fertig ist die Maus. Deshalb habe ich ja den Rex hier reingeholt, um dass ich das an der Variomatik zeigen kann, weil die gerade offen ist. Deshalb, aber jetzt bist du ja hier reingestürmt und hast mich in dem Moment ein bisschen unterbrochen. Ich war jetzt schon so lange nicht mehr hier, deshalb dachte ich heute schönes Wetter und raus und mal zu Peter gehen und zu gucken, wie geht's ihm, was macht er, weil ich sehe ja, du lädst jeden Tag ein Video hoch. Mensch, das ist doch Wahnsinn. Warum machst du das nicht einfach einmal in der Woche oder vielleicht zweimal in der Woche? Nein, so gut wie jeden Tag. Lass doch einfach mal die Ruhe wieder einkehren und ein bisschen Beruhigung reinkommen, dass du auch wieder ja, dich sammeln kannst und nimm nicht so viel Arbeit an. Sicher, du hast recht, aber das ist nun mal mein Leben und mir macht das super viel Spaß. Daher, wie gesagt, aber jetzt lass mich bitte erstmal anfangen und wenigstens vorne die Variomatik erklären, dass die Leute auch wieder beruhigt sind und auch gesehen haben zwar oder gesehen haben, dass ich einen Fehler gemacht habe, aber auch wieder das Beste gebe, um diesen Fehler wieder zu berichtigen. Das passiert, das ist Kreislauf des Lebens. Das kann auch mir passieren, weil das ist nur ein Hobby. Ich bin weder eine Werkstatt oder ein großes Unternehmen, wie ich schon mal sagte, das ist mein privates, meine privaten Investitionen, die ich hier reinhaue, extra für euch. Und deshalb, ja, bleibt es immer noch Hobby. Also, ich fange mal an. Hier, ihr wisst, das ist der Rexroller. Ich nehme jetzt hier mal die Gewichte raus und lege sie in die Magnetschale. Da wurde ich allerdings auch angeschrieben. Warum nutzt du nicht die Magnetschalen, die du bekommen hast? Nutze ich. Aber ich lasse dann auch die Teile, die hier so sind, alle da drinne und lege es in den Roller rein. Deshalb sind die erstmal belegt. Und vor allem, das ist eine Magnetschale. Deshalb kann ich da sicher sein, dass da nichts rausfällt. Gut, jetzt geht es aber um die Variomatik. Wie gesagt, Gewichte habe ich rausgenommen und setze das jetzt mal so wieder zusammen, wie es auch zusammen gehört. Stellt euch vor, hier sind Gewichte drin. Und dann haben wir, da wurde ich auch nochmal verbessert, das ist eine Riemenscheibe, keine Steigscheibe. Steigscheibe ist das hier, also wo die Variomatik drin ist. Hier ist nur die Riemenscheibe, das, ja, das ist eigentlich immer mein Sagen, aber im Grunde, ihr wisst ja selbst, was das Ding ist oder was das Teil macht. Auf jeden Fall Riemenscheibe. Ich schreibe es mir hinter die Ohren. Ja, hier ist unser Führungsbolzen für die Variomatik. Das würde jetzt bedeuten, Variomatik. Führungsbolzen. So, jetzt haben wir ja hier noch den Keilriemen, den nehme ich mal zur Seite. Das ist im Prinzip das gleiche wie auch in den Aerox, nur eben ja ein bisschen sauberer und schicker noch. Also, ich habe ja hier Fett drauf gemacht. Das habe ich hauptsächlich für dieses Teil gemacht und dass es sich nicht fest fressen kann. Deshalb habe ich hier Fett drauf gemacht gehabt, dass ich das nicht festfressen kann. Das hatte ich nämlich auch schon mehrmals. Das kann passieren, sollte nicht passieren. Gut, auf jeden Fall, wenn jetzt
unsere Variomatik hier zusammen ist, dann wird die ja nach hinten eingeschoben, so dass dieses Teil, das steht ja fest, das steht fest hinten. Also, wenn dieses Teil hier hinten nach hinten geschoben wird, steht dieses Teil fest. Das kann gar nicht sich bewegen, arbeiten. Das Einzige, was es macht, ist, es dreht sich dann mit, wenn die Kurbelwelle arbeitet. Das Wichtige daran ist, dieses Teil, weil dieses Teil kommt ja so dann drauf. Wenn jetzt, wie gesagt, hier alles drin ist, die Gewichte, alles drum und dran, steht es ja ungefähr, sagen wir mal, hier. Also es bleibt noch Luft zwischen. Das zeige ich euch mal anders. Ich setze das mal ganz zusammen hinten mit. Also ich ziehe das Teil nochmal ab und tue jetzt einfach mal vorgaukeln. Hier sind Gewichte drin. Und hier ist unsere Führungsbuchse. So, hier drin läuft der Keilriemen. Hier kommt dann, also ja, es wäre ein bisschen weiter auseinander, aber es ist nun mal gerade so, hier kommt unsere Riemenscheibe dann vor. Die wird natürlich ja mit dem Anlasser-Mitnehmer verschraubt, genauso wie eine Scheibe und die Mutter. Hier ist noch eine Scheibe, die kommt normal hier zwischen. Die lasse ich jetzt aber mal kurz weg. So, wenn das dann alles drauf ist und hier der Keilriemen drauf liegt, dann arbeitet ja die Kupplung wie die Variomatik. Das kommt auf die Drehzahl drauf an. Umso mehr Gas ihr gibt, gibt ihr mehr Gas, umso tiefer rutscht dieser Riemen hier in die Kupplung rein und nach vorne wird es immer größer. Also beim Anfahren zum Beispiel wird er dann mitgenommen und wird immer höher. Hier sieht man, wie hoch der Riemen gestiegen ist an diesen schwarzen Streifen, der hier ist. So hoch kommt hier zum Beispiel der Keilriemen. Das ist immer ein Hin und Her, Hin und Her. Und je nachdem, wie ihr auch das Gas betätigt und wie schnell ihr fahrt, also es arbeitet immer miteinander. Und um anfahren zu können, muss natürlich auch die Drehzahl da sein. Dann schiebt sich nur das Vorderteil hier. Hier dieser Führungsbolzen bleibt hier und dann arbeitet nur diese vordere Steigscheibe. Die ist hier in Arbeiten. Das hintere ist super fest und bleibt immer da, wo es ist. Und es arbeitet nur hier vorne. So, und das drückt dann natürlich gegen diese Riemenscheibe. Da läuft der Keilriemen zwischen und der drückt sich dann natürlich je nach Anspruch hoch, runter und drückt sich hier dran hoch im Grunde. Also die Steigscheibe drückt den Keilriemen hier gegen und die, weil die Platte hier ist ja starr, dreht sich natürlich mit und hier dran steigt dann der Riemen. Also hinten, das ist wie so eine Führung nur, dass hier vorne, hier kommt das, ja, das hauptsächliche Gewicht dann mit drauf. Weil innen arbeiten die Gewichte, 6 Stück an der Zahl, die rotieren ja mit, die arbeiten mit und die steigen und fallen, je nachdem, wie eben Gas gegeben wird. Auf jeden Fall, wenn wir das jetzt hier nochmal runternehmen, das komplette Ding, das ziehen wir auch nochmal ab und hier sind eure Gewichte drin, hier. Und die arbeiten, die rollen sich hoch, die rollen sich runter, sie rollen sich hoch, sie rollen sich runter. Und das an der Zahl 6 Stück.
und die bewegen dieses Teil auf diesen Führungsbolzen hier oder Stift, wie man das auch nennen mag. Wenn ich jetzt wieder nochmal was Falsches gesagt habe, zumindest zu diesem Teil, nimmt mir das nicht so übel. Auf jeden Fall, hier arbeitet diese Platte. Die Platte geht immer hin und her, hin und her. Wie gesagt, je nach Gas, wie viel Gas ihr gibt in dem Moment. Ja, ich denke mal, ich hoffe, ich konnte euch das jetzt so einigermaßen erklären und nochmal gerade biegen. Wie gesagt, manchmal ist der Kopf ganz woanders und das ist eben, ja, manchmal das Problem. Man denkt, aber spricht das falsch dann doch aus. Das passiert. Und aber es war ja trotzdem sauber eingebaut, also fehlerfrei. Nur eben meine Übersetzung dazu hat ein bisschen gescheitert. Ja, ich glaube, also ich habe es begriffen. Ich glaube, jetzt ihr auch. Und warum hast du nicht einfach das Video rausgenommen? Ganz einfach, aus die Maus, raus damit. Gut wäre gewesen. Keiner hätte es mitbekommen. So wäre es doch am besten gewesen. Ja, allerdings, klar, du hast recht. Im Grunde hätte ich das Video gar nicht hochladen brauchen oder zumindest hätte den Teil rausgelassen und gut wäre gewesen. Aber warum? Mir ist das dann beim Schneiden aufgefallen, wo ich selbst dachte, na nun, was hast du denn da gemacht? Warum hast du da das erzählt? Zwar saubere Arbeit gemacht, aber das erzählt, weiß ich selber nicht. Kann ich euch selbst gar nicht sagen oder dir. Auf jeden Fall, naja, ich hoffe, es wurde jetzt ganz gut angenommen. Wir warten mal ab. Vielleicht ändert sich ja nochmal was. Okay, aber ich freue mich, dass du da bist und was machst du heute noch? Ich werde erstmal jetzt nach der Frau reingehen, eine schöne Tasse Kaffee trinken, weil ich bleibe ein paar Tage bei euch und schaue dir mal ein bisschen über die Finger, würde ich mal sagen. Das macht doch einen guten Freund aus, oder nicht? Ich bin immer ehrlich zu dir, du bist ehrlich zu mir. Deshalb, meine Frau weiß Bescheid, dass ich das Wochenende hier bleibe. Da wusste ich noch gar nichts von, dass du das Wochenende hier verbringst. Na, dann wird deine Frau ja glücklich sein, dass du hier bist. Glaube ich schon, weil manchmal hast du ja auch was zu meckern, ne? Ja, was heißt zu meckern? Ich bin immer nur am Meckern. Kennst mich doch nicht anders, oder? Also, Leute, verurteilt Peter nicht. Nur weil er mal eine falsche Aussage getroffen hat oder hat. Mann, ich bin schon selbst ganz durch den Wind hier. Also, Leute, macht's gut. Ich gehe jetzt erstmal einen Kaffee trinken und mein Bett vorbereiten. Bis dann, tschüss. Oh Mann, womit habe ich das verdient, dass jetzt Dings auch noch hier ist? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Jetzt gehe ich auch erstmal einen Kaffee trinken oder eine Tasse Kaffee trinken. Mich ein bisschen austauschen mit Dings, weil bessere Freunde kann es gar nicht geben als der eigene und sich selbst. Also, bis dann. Macht's gut. Tschüss.